Diese Kekse habe ich mir heute zum halben Preis gekauft. Und da habe ich mir gleich die Gelegenheit genutzt und mir gleich zwei Packungen gekauft. Habe ich mir damit jetzt das Geld gespart oder eher nicht? Es gibt gute Nachrichten. Die CO2-Emissionen pro erwirtschaftetes Geld haben sich seit 1950 halbiert, dank Fortschritt und technischer Effizienz. Doch in derselben Zeit ist die Wirtschaft, gemessen mit dem BIP, um das Zehnfache gewachsen. Das hat zur Folge, dass der absolute CO2-Ausstoß seit damals um das Fünffache gestiegen ist. Die gesteigerte Effizienz konnte unter dem Strich nicht genutzt werden, im Gegenteil. Man spricht dabei von Rebound-Effekt. Ähnliches ist beim Stromverbrauch zu beachten. Mit verbesserter Effizienz lassen sich einzelne Geräte sparsamer gestalten, was aber noch nichts über den tatsächlichen Gesamtverbrauch aussagt, welcher durch die steigende Anzahl von Geräten konstant bleibt. Der Rebound-Effekt macht die Ersparungen zunichte. Deshalb ist es so schwierig, die Energiewende umzusetzen, ohne dass die Menschen ihr Verhalten ändern und wieder sparsamer mit Energie umgehen. Der Ölverbrauch steigt global gesehen nach wie vor. Warum? Neue Gebäude werden energieeffizient gebaut, alte Gebäude werden zunehmend wärmedämmend renoviert. Pro Quadratmeter Wohnfläche sinkt der Energieverbrauch. Aber die Menschen leisten sich immer mehr Fläche pro Person. Deswegen kommt die Effektivität nicht vom Fleck. Dasselbe ist beim Auto zu beobachten. Technisch gesehen steigt der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren stetig. Dank des Fortschritts könnte der Treibstoffverbrauch theoretisch sinken. Autos werden jedoch durch die Hersteller laufend schwerer und kräftiger gebaut, so dass der Treibstoffverbrauch pro 100 Kilometer stabil bleibt. Die Menschen legen außerdem immer mehr Kilometer mit dem Auto zurück. Nun komme ich zu unseren anfangs genannten Keksen zurück. Auch hier handelt es sich um einen Rebound-Effekt, weil ich zwei Packungen gekauft habe, nur weil sie zum halben Preis sind. Kennt ihr noch weitere Beispiele des Rebound-Effekts? Und würdet ihr genauso handeln wie ich und lieber zwei Packungen Kekse kaufen statt einer? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder.